Wir sind auf der Weltklimakonferenz in Katowice und wollen nach vorne blicken. Und zwar geht es jetzt bei uns um die erneuerbaren Energien. Dafür habe ich mir einen Fachmann eingeladen, Professor Eike Weber. Sie sind Physiker und Solarforscher. Null Emissionen, nur mit erneuerbaren Energien. Warum tun wir es nicht? Das ist eine gute Frage, Frau Swolek. Ich freue mich, hier heute bei Ihnen sein zu können. Das Interessante ist, wir haben auch mit der Technologie in Deutschland dafür gesorgt, dass die Kosten für Solarenergie unglaublich heruntergekommen sind. In sonnenreichen Gegenden machen wir Strom für 2 Cent pro Kilowattstunde, in Deutschland für 5 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, eigentlich könnten wir jetzt richtig loslegen und großskalig zubauen. Was wir aber bemerken ist, in Deutschland gibt es zunehmend beharrende Kräfte. Nicht wahr? Wir haben das in dem Kampf um den Hambacher Forst erlebt. Natürlich müssten wir Kohle sofort loswerden. Und interessant ist auch, dass wir die Kohle sofort loswerden könnten, denn die Menge des Stroms, den wir exportieren jedes Jahr, entspricht ungefähr der Menge des Stroms aus diesen alten Kohlekraftwerken. Und so könnten wir unsere Dächer belegen. Wir könnten zum Beispiel dafür sorgen, dass kleine und mittlere Industriebetriebe ihren Tagesstrombedarf von eigenem Strom decken. Und da hatte die Regierung keine bessere Idee als diesen Strom, der dadurch, dass wir 10, 20 Jahre intensiv geforscht haben, so preiswert geworden ist, dann wieder zu verteuern. Und heute muss man in Deutschland für selbst erzeugten, selbstverbrauchten Strom, wenn es mehr als 100 Kilowatt sind, 2 Cent pro Kilowattstunde Aufpreis zahlen. Jetzt stehen wir hier bei Nigeria. Sind die weiter als wir oder Marokko? Ach, für diese Länder ist natürlich keine Umstellung auf erneuerbare Energien erforderlich, denn die haben ja zum großen Teil noch großen Bedarf an Energie. Und daher macht es für die viel Sinn, die Stufe des Kohle und Öl und Gas und Kernkraft zu überspringen. Müssen wir die denn dabei unterstützen, dass sie diesen Umweg nicht gehen? Ja, ich meine, die beste Hilfe, die beste Entwicklungshilfe, die wir leisten können, ist, mit Hilfe der deutschen tollen PV-Technologie diesen Ländern zu helfen, eigene Industrie aufzubauen, auch Zellen und Module selber herzustellen, sich nicht abhängig zu machen von Billigmodulen aus China und dann in der Lage zu sein, ihre Energieversorgung leicht und schnell auf erneuerbare Energien umzustellen. Wir haben all die Technologie und ich könnte mir keine bessere Hilfe für diese Länder vorstellen. Lassen Sie uns das runterbrechen auf die Privatleute. Wenn in Deutschland alle Dächer mit diesen Photovoltaikpanelen besetzt wären, hätten wir da gar kein Problem mit Strom? Ja, also wenn wir alle Dächer, auch die Industriedächer und was noch zur Verfügung steht, Parkplätze und so weiter, mit PV belegen würden, hätten wir den Anteil an PV, den wir haben müssen, für eine stabile Stromversorgung. Wir werden niemals 100% unseres Stromes aus der Solarenergie alleine ziehen. Die beste Kombination ist ungefähr dieselbe Menge Solar und Wind. Dazu dann natürlich Geothermie, dazu natürlich Wasserpower, Talsperren, alles, was wir haben. Und dann können wir leicht, auch natürlich unter Zuhilfenahme von Speichern, unser gesamtes Energienetz umstellen auf 100% erneuerbar. Also auch ohne Wind und ohne Sonne können wir im Winter trotzdem eine Heizung haben. Ja, dafür brauchen wir die Speicher. Ohne Speicher geht es nicht. Mhm. Und natürlich, je mehr wir international vernetzt sind, umso weniger Speicher brauchen wir. Je mehr wir insular arbeiten, umso mehr brauchen wir an Speichern. Das Tolle ist, so wie die Kosten der Photovoltaik in den letzten 10 Jahren rasant gesunken sind, sind jetzt die Kosten der Batteriespeicher dabei, rasant zu sinken, weil man sie ja nicht nur für die Stromversorgung, sondern auch für die Automobilindustrie braucht, die sogenannten Elektromobile.